Einer der Bereiche, die am häufigsten zu Problemen bei Radfahrern führen können, betrifft die Sitzposition bzw. den Sattel. Um hier eine richtige Entscheidung treffen zu können, ist es fundamental wichtig zu wissen, wie ich die richtige Sattelhöhe einstelle. Und das werden wir im Folgenden vorführen. Zum Einstellen der Sattelhöhe setze ich mich auf mein Rad und halte mich irgendwo an, damit ich beide Füße auf die Pedalen geben kann. Das ist deshalb wichtig, damit ich nicht schief auf dem Rad sitze. Nun justiere ich die Sattelhöhe so, dass wenn ein Pedal senkrecht nach unten zeigt und ich mit der Ferse auf dem Pedal bin, das Bein fast gestreckt, aber noch leicht angewinkelt ist. Das bedeutet, wenn ich dann mit dem Fußballen auf dem Pedal bin, so wie ich eigentlich fahren sollte, dass das Knie noch etwas weiter angewinkelt ist. Das ermöglicht mir, eine runde und gleichmäßige Tretbewegung durchzuführen. Und erst jetzt, wenn die Sitzhöhe passend eingestellt ist, kann ich wichtige andere Fragen beurteilen, zum Beispiel, ob die Rahmenhöhe meines Fahrrades überhaupt passt. In Abhängigkeit von unterschiedlichen Lenkerhöhen ergibt sich jetzt auch eine unterschiedliche Sitzposition und das ermöglicht mir die Vorauswahl eines bestimmten Satteltyps oder einer Sattelbreite. Also eine weit vorgebeugte Sitzposition, wie zum Beispiel auf einem Rennrad, erfordert einen relativ schmaleren oder ganz schmalen Sattel. Eine entspannt aufrechte Sitzposition, einen mittelbreiten sportlichen Sattel. Und eine sehr aufrechte Sitzposition, einen relativ breiten oder ganz breiten Sattel. Übrigens ist die Frage, ob ein Sattel eher weich oder eher hart ist, nicht primär für den Sitzkomfort entscheidend. Gerade auf langen Strecken ist die Form des Sattels deutlich wichtiger. Mit diesem Wissen kann man nun die Sattelhöhe in einem Fahrrad korrekt einstellen. Natürlich gibt es individuelle Abweichungen von diesem Maß, aber mehr als wenige Millimeter rauf oder runter sind ergonomisch nicht sinnvoll. Wenn Sie mehr Hilfe brauchen, wenden Sie sich gern auch an Ihren Fachhändler.